Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play namens Closer the Distance. Ja, erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Chance, dass ich dieses Spiel bereits aufnehmen darf und dass ich das wirklich zum Startpfiff sozusagen, sobald das Embargo fällt, auch veröffentlichen darf. Das heißt, wenn alles hier richtig gelaufen ist, sollten wir heute Donnerstag, den 1. August haben, um 15 Uhr deutscher Zeit. Und ja, ich sag schon mal, habt einen schönen Donnerstag. Ich habe gerade gesehen, hier unten ist noch eine Inhaltswarnung. Die möchte ich natürlich nicht übergehen. Dieses Spiel enthält Szenen, die emotional herausfordernd oder triggernd sein können. Im Speziellen enthält dieses Spiel Erwähnungen von Unfalltod, Erwähnungen von Verlust einer nahestehenden Person und Darstellungen von intensiver Trauer. Die Darstellung eines Begräbnisses, Erwähnungen und Darstellung von Alkoholismus bzw. Alkoholmissbrauch und Darstellungen und Erwähnungen von Problemen mit der mentalen Gesundheit. Ja, ihr Lieben, ihr seid jetzt gewarnt und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auf ein sehr, sehr emotionales Let's Play eingestellt, aber ich freue mich dennoch wahnsinnig drauf. Deswegen starten wir jetzt ein neues Spiel. Ich weiß, es klingt komisch, Schwesterherz, und es ändert nichts an den Dingen. Aber immer wenn ich das Gefühl habe, dass mir alles zu laut wird, schließe ich einfach meine Augen und lausche. Es beruhigt mich, das Wissen, dass selbst hier in Niestabi und jetzt in diesem Moment etwas geschieht, das nichts mit mir zu tun hat. Dann öffne ich meine Augen und lass alles auf mich wirken. Ist das nicht wundervoll? Die Luft, der Ozean, unsere Häuser, angespült wie Treibgut hier am Ende der Welt. Gaia, die nachts von der Arbeit in ihrer Praxis nach Hause kommt. Die Geräusche von Melvilles Hammer, der im Schuppen wieder mal eine Spätschicht einlegt. Nichts steht jemals still. Jetzt reicht's. Ich mach jetzt Abendessen. Was ist mit Angie? Sie kann ja meinetwegen die Reste essen. Hat sie dir wirklich nicht gesagt, wohin sie wollte, Conny? Nein, aber sie meinte, sie würde zum Abendessen zu Hause sein. Es geht immer nur um sie, selbst wenn sie nicht mal hier ist. Nein, so ist sie nicht. Hat sie ihre Schlüssel vergessen? Es ist nicht abgeschlossen. Wer ist das? Liebling? Oh, dieses Mädchen. Sieht aus, als hätte deine Schwester eine Bank überfallen. Concordia, geh auf dein Zimmer bitte. Warum? Ich werde es nicht nochmal sagen. Was ist los? Hallo. Angie? Bist du zurück? Die Polizei steht vor der Tür. Mom sah ziemlich verängstigt aus. Verängstigt und wirklich wütend. Wo bist du? Wieso bist du noch nicht zu Hause? Ja, das sollen wir jetzt wohl herausfinden und ich befürchte, ich weiß warum. Guck dich an, du bist ja ganz verkrampft. Und ich hänge vermutlich einfach nur mit Zack unten am Strand ab. Du hattest heute nicht vor, jemanden zu treffen. Tatsächlich? Du hast es mir heute Morgen gesagt. Okay.
Ich wollte gerade noch sagen, und ich befürchte, ich weiß, warum das Ganze nicht auf 100% eingestellt war. Einen Moment. So, ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen leiser wieder. Morgen. Hey. Mom will mir keine neuen Knöpfe kaufen. Sie meinte, ich würde sie sowieso nur als Augen für meine Plüschtiere benutzen. Sie will, dass ich stattdessen erwachsen werde und Pullover nähe. Tja, der Winter wird kalt. Ich habe dieses Jahr schon genug Pullover genäht. Und ich bin erwachsen. Sie ist diejenige, die mich immer noch wie ein Kind behandelt. Nun, fairerweise muss man sagen, dass Plüschtiere in ihrer Generation wirklich nur für Kinder gedacht waren. Plüschtiere sind mir egal. Ich will einfach eine Herausforderung haben. Eine wilde Chimäre mit zwei Köpfen. Oder einen bayerischen Wolpertinger. Was hat Dad dazu gesagt? Er hat gelacht und meinte, er hilft mir bei der Namenssuche. Aber es braucht keinen Namen. Es ist einfach nur ein Spielzeug. Sie sind manchmal so einfältig. Es tut mir leid, aber du wirst das hier ohne mich aussitzen müssen. Wo willst du hin? Ich weiß noch nicht. Kann ich mit dir kommen? Besser nicht. Bin heute nicht gerade bester Laune. Ich habe später einen Termin bei Gallia. Alles andere verschiebe ich auf einen anderen Tag. Ich sollte allerdings zum Abendessen zu Hause sein. Oh. Okay. Dann fange ich mal mit der Arbeit am Wolpertinger an. Diese ganze Rohwolle in meinem Regal. Irgendetwas muss ich ja damit machen. Am besten etwas mit Geweih, zwei Hasenpfoten und einem Schnabel. Mom wird durchdrehen, wenn sie das Ding sieht. Ich versuche nicht zu spät zu Hause zu sein. Rohwolle. Das gefällt mir. Wir sehen uns am Abend. Ich bin mit dem Design schon fast fertig. Also, wo bist du? Ich bin hier, oder nicht? Bist du nicht? Okay, lass uns versuchen, einen kühlen Kopf zu bewahren. Komm schon, nimm meine Hand. Du zitterst, Schwesterherz. Versuch mal, deine Augen zu schließen. Und tu dann das, was du immer tust. Was hörst du? Mom schreien. Okay, dann besser keine geschlossenen Augen. Konzentrieren wir uns auf etwas in meinem Zimmer. Etwas, woran wir uns festhalten können. Vielleicht finden wir ja einen Hinweis auf das, was zur Hölle hier gerade vor sich geht. Meine erste Versuch war direkt hier vorne auf den Laptop. Und das scheint auch einer... Achso, da muss ich draufklicken. Der Punkte zu sein, der gewollt war. Du hast an einem Gedicht geschrieben, bevor du gegangen bist? Das Dorf erklingt, der Ozean funkelt, alles im Schwung und niemals verdunkelt. Gleichgültig das Wasser, die Dämmerung starr, sie ist fern und doch greifbar. Und doch greifbar. Mehr steht da nicht. Wie es wohl weitergeht? Weit und doch nah? So hell und klar? Was auch immer ich mir dabei gedacht habe, ich habe es nicht vollendet. Ernsthaft, ich war nie besonders gut darin, Dinge zu Ende zu bringen. Aber sie scheint was übrig gehabt zu haben für Fotografie. Ah, Moment, so kann ich mich auch... Okay. Deine Kameratasche ist leer. Natürlich ist sie das. Das Sonnenlicht an der Küste war heute nahezu perfekt. Der Himmel war großzügig, wie Mom es zu sagen pflegt. Vielleicht bin ich rausgegangen, um ein paar Fotos zu schießen. Aber doch nicht ohne Tasche. Irgendwo muss man ja die Kamera dann auch mal verstauen. Na, ich weiß nicht. Okay, Doppelklick geht nicht. Moms Predigt war sowas von langweilig, dass uns allen das Gesicht eingeschlafen ist. Perfektes Timing für ein Familienfoto. Ja. Du siehst hier trotzdem glücklicher aus, als das in den letzten paar Wochen der Fall war. Ich liebe auch Familien.
Fotos. Conny, könntest du bitte für einen Moment runterkommen? Alter, schreck mich doch nicht so. Dein persönliches Meisterwerk. Ich würde unter Eid aussagen, dass Mom so etwas nie schaffen würde. Kissen sind genauso langweilig wie Pullover. Langweilig ist gut. Langweilig ist genau das, was wir jetzt brauchen. Conny, bist du da? Ja, ist ja gut. Wir kommen. Wir sind aber im anderen Zimmer. Oh, Angie. Es tut mir leid. Ich wollte bloß deine Schwester holen. Conny? Was wolltest du in Angelas Zimmer? Okay. Was ist los? Angie. Sie ist... Conny, deine Schwester. Es gab einen Unfall. Was für eine Art von Unfall? Dad? Er scheint mich nicht zu hören. Was finden Sie auf meinem Haus? Warte hier. Sollen wir ihm folgen? Ja, klar. Ich versuche nur gerade noch herauszufinden, wie ich das machen kann. Also das Problem ist, ich kann zwar zoomen und so. Ah, doch, rechte Maustaste kann ich ein bisschen... Ah, okay. Mit einem Doppelklick kann ich runtergehen. Okay. Es wird so langsam... Oh, es ist nur ein bisschen schneller, als ich gedacht hatte. Hallo, bin ich? Hallo? Komme ich auch da unten rein? Moment. Ach, damit komme ich in die Tat... Ah, okay. Oh. Ist nur ein bisschen extrem schnell eingestellt. Pia, was machst du? Ich mache das Abendessen. Wo ist die Polizei hin? Ich habe sie darum gebeten zu gehen. Mein Engel würde um diese Uhrzeit niemals mit dem Fahrrad die Küste entlang fahren. Würdest du mir bitte ein paar Kartoffeln aus der Speisekammer bringen? Oh, Liebling. Wir müssen es Conny erzählen. Hallo, ich stehe neben euch. Also die Mutter ist noch voll in der Phase der Verdrängung und er ist in der Phase der Trauer. Ja, beide in verschiedenen Phasen ist immer super. Was ist los, Mom? Conny, könntest du bitte den Tisch decken, Liebes? Das Abendessen ist gleich fertig. Wir müssen uns Gehör verschaffen. Oder ist das falsch? Wäre es besser, ihr Zeit zu geben? Ich denke, dann würde sie ausrasten. Dad? Ich will ihn jetzt umarmen. Dad? Conny. Es ist... Ich... Ich weiß. Ich bin sicher, die Polizeibeamten meinten es nur gut. Aber sie kennen sie nicht so gut wie ich. Oh mein Gott. Die habe ich schon gefressen gerade. Also ja... Ich weiß, es ist ein trauriges Thema und ich weiß, jeder geht damit anders um und sie ist halt noch eine Phase tiefer, sage ich mal, als er. Er hat es schon akzeptiert und ist in Trauer. Sie will alles verdrängen und will versuchen... Sie wird Hunger haben, wenn sie nach Hause kommt. Herr der Lage zu sein, was sie aber nicht sein kann, da offenbar dieser Unfall schon passiert ist. Und jetzt zerbrechen brauche ich das Ganze nicht, auch wenn das ein Aufmerksamkeitsschrei wäre... Damit die beiden vielleicht mal zur Vernunft kommen würden, weil die Tochter, ich weiß gerade, Conny heiße ich, natürlich genauso traurig darüber ist wie die Eltern. Aber wir decken erstmal den Tisch. Was stehst du hier noch so herum? Allerdings weiß ich jetzt nicht, warum wir für vier decken. Da können wir auch rausgehen anscheinend. Ich schrei die Mutter gleich an hier. Bitte, rede mit mir. Lass uns ins Wohnzimmer gehen und uns einen Moment hinsetzen. Oh,
geht nicht. Ich kann jetzt nicht allein sein. Ich komme mit euch. Liebling. Ich bin tot, nicht wahr? Ich dachte gerade, ich habe das gesagt. Jetzt geh rüber. Die Steuerung ist gerade noch ein bisschen ungewohnt, deswegen... So, jetzt setz dich hin. Stand da gerade was anderes? Also, die Polizei ist da gewesen, um mit uns zu reden. Denk dran, sie stehen immer noch unter Schock. Es sind also bloß Worte. Ungeschönt, unschlüssig. Oh, Wolle, sie können mich nicht so hören, wie du es kannst und nehmen vermutlich das Schlimmste an. Es ist unsere Aufgabe, die Wolle zu nehmen und sie zu etwas Schlüssigem zu verweben. Hörst du zu, Liebling? Hör mir zu, dann wird alles gut. Alles wird Sinn ergeben, okay? Schaffst du das? Connie? Ja, ich schaffe das. Du schaffst was? Ich kann zuhören. Closer the distance. Danke, dass ihr alle so kurzfristig erschienen seid. Gestern Abend, ungefähr gegen 22.30 Uhr, war Angela in einen Verkehrsunfall verwickelt. Sie hatte gerade auf ihrem Fahrrad das Dorf hinter sich gelassen, als sie von einem Auto erfasst wurde. Shit, oh, was? Geht es ihr gut? Komm schon, antworte ihr. Geht es ihr gut oder nicht? Der Fahrer hat einen Krankenwagen gerufen, aber sie haben zu lange gebraucht. Zu lange gebraucht? Zu lange wofür? Was soll das heißen? Schluss mit dem Gelaber. Wenn ihr etwas zugestoßen ist, dann sag es uns. Es bedeutet, dass der Herr im Himmel mein Baby wieder zurück in seine Obhut geholt hat. Ach, fahrt doch alle zur Hölle! Junge! Bleibt mir vom Hals! Armer Zack. Gib ihm einen Moment, Liebling. Ich weiß, dass wir immer noch den letzten Vorfall dieser Art betrauern. Ich bitte euch also erneut, versucht füreinander da zu sein. Gebt euch aber auch gegenseitig den nötigen Raum, falls es erforderlich ist. Oh, Pia, es tut mir so leid. Wie konnte das nur passieren? Es tut mir leid. Ich kann hier nicht länger bleiben. Schatz, wir müssen über die Fahrt reden. Das können wir drinnen tun. Ich muss mich setzen. Blanche, Jasper. Hier. Habt ihr einen Moment? Klar. Danke, dass ihr hier seid. Ich werde heute den ganzen Tag in der Krankenstation sein und für Pia und Axel Telefonate erledigen. Die Krankenstation. Wenn ihr reden wollt oder Fragen habt... Ich habe dort viel Zeit verbracht. Könnt ihr jederzeit vorbeikommen? Vielleicht war es sogar der letzte Ort, an dem ich vor meinem Unfall gewesen bin. Wir sollten Gallia bald dazu befragen. Mein Gedächtnis ist ein wenig vernebelt. Wir sollten auch nach Zack suchen. Er sah nicht gut aus, als er weglief. Okay, also so ein bisschen, ich sag mal, Sims-like kriegen wir hier auch die Bedürfnisse und Wünsche angezeigt. Zack hat die Nachricht nicht so gut aufgenommen. Das wird wahrscheinlich der Junge gewesen sein, der weggelaufen ist.
Wir sollten nach ihm sehen. Wünsche. Wünsche zeigen, was ein Charakter erreichen möchte oder wonach er sich sehnt. Klicke auf einen Wunsch, um zu sehen, was der Charakter dafür tun kann. Irgendetwas stimmt nicht mit Gallia. Wir sollten sie suchen und mit ihr sprechen. Gallia, das war die Mutter, oder? Ich bin gerade völlig überfordert. Vor allen Dingen, ich bin immer überfordert mit irgendwelchen Namen in Spielen oder so. Pause beenden. Ach so, wir können noch Pause drücken. Wenn du die Zeit weiterlaufen lassen möchtest, jeder Charakter, dem du eine Aufgabe gegeben hast, wird diese dann erledigen, sobald er kann. Ah. Okay. Die Frage ist, wenn das hier wächst, hat sie dann ein größeres Bedürfnis, allein zu sein? Oder ist das schlecht, wenn das wächst? Routine müssen wir beim Auge behalten. Harmonie haben wir quasi gerade gar keine. Bisschen Schlaf bräuchte sie, aber sie sieht jetzt nicht müde aus, hungrig auch nicht. Sie ist halt traurig, ne? Das ist ihre Schwester gewesen. Das war der Vater, ne? Wir müssen die Formalitäten klären und alles regeln. Ich muss mich selbst beschäftigen, sonst werde ich nutzlos und enttäusche die anderen noch mehr. Ach so, sind ja jetzt seine Bedürfnisse. Ah, ja klar. Ich bin mir aber nicht sicher, kann man das anklicken? Leider nicht. Gedenken. Nicht steuerbare Charaktere. Dieser Charakter kann nicht von dir gesteuert werden. Du kannst aber trotzdem sehen, wie er sich fühlt und was er denkt. Klicke auf einen hervorgehobenen Charakter, um ihn auszuwählen. Ah, okay. Das ist... Stimmt, die Mutter ist Pia. Genau. Sie hatten noch viel Rückhalt. Schutzschlaf. Ja gut, sie wird nicht viel geschlafen haben jetzt in der Nacht. Es ist am nächsten Morgen, so wie ich das verstehe. Gallia. Das war die Frau, die hier vorne gestanden hat, glaube ich, oder? Ich muss mich für Pia und Axel um alle Formalitäten kümmern. Genau, sie brauchen mich jetzt mehr denn je. Pia und Axel werden zur Gerichtsmedizin fahren müssen. Ich hoffe, Jasper leiht ihnen sein Auto. Das ist ein Wunsch. Gut, mit denen haben wir jetzt noch nicht so... Das Internet ist voll Blogs zur Trauerbewältigung. Es würde nicht schaden, ein wenig zu durchforsten. Aber das sind die, wo ich nichts mitmachen kann, ne? Heißt das... Sie ist jetzt grün. Also wir müssen erstmal Zack finden, würde ich sagen. Wir sollten sie suchen. Da ist Gallia. Schon gut. Ich kann auf Eli aufpassen. Danke, Lee. Kein Problem. Aber was ich gut finde, sie geht automatisch dahin. Ich kann es nicht glauben. Wusstest du davon? Hi. Danke euch beiden fürs Kommen. Klar doch. Wie können wir helfen? Könntest du... Liebling? Es tut mir leid. Ich fühle mich ein wenig schwindelig. Gallia, könntest du... Wir haben uns gefragt, ob das Auto heute verfügbar wäre. Pia und Axel haben später einen Termin bei der Gerichtsmedizin. Nun, ich kann euch fahren. Wie lange wird das ungefähr dauern? Ich habe später eine wichtige Telefonkonferenz mit den Investoren. Ich bin sicher, sie werden es angesichts der Umstände verstehen, wenn du sie verschiebst. Ich kann es versuchen. Solange ihr weg seid, kann ich mich um die Schafe kümmern. Wann müsst ihr denn los? So bald wie möglich. Ich muss Ihnen zumindest noch eine Mail schicken, bevor ich bereit bin. In Ordnung. Pia muss ohnehin vorher nochmal dort anrufen und ein paar Klamotten zusammensuchen. Sie kommen zu euch, sobald sie bereit sind. Mein Baby. Liebling? Conny. Hat irgendjemand Conny gesehen? Keine Sorge, hallo? Sie ist hier. Ich kümmere mich um sie, solange ihr weg seid. Gut, alle wissen, was zu tun ist. Ich danke euch. Oh, mein kleines Baby. Hey, Mom.
Dein Dad und ich müssen für eine Weile das Dorf verlassen. In der Zwischenzeit wird Tante Gallia nach dir sehen. Also, sei brav und mach keine Schwierigkeiten. Hörst du? Okay. Wir sind bald wieder da. Ich liebe dich, meine Kleine. Die Sache ist ernst. Gallia war das letzte Mal unsere Tante, als wir noch klein waren. Wenigstens ist sie nicht von der Sorte Mensch, die uns ständig ungefragt umarmt. Willst du zu uns rüberkommen auf einen Tee und Zimtschnecken? Lee ist auch da. Ich bin nicht hungrig. Danke. Und falls du versuchst, mich zu beschäftigen, das musst du nicht. Ich habe bereits zu tun. Das klingt wichtig. Sag ihr das besser nicht. Sie würde es nicht verstehen. Du würdest mich für verrückt halten, wenn ich es dir sage. Ach was. Tu es nicht. Man kann mit ihr über vielerlei Dinge reden, aber manches sollte sie besser nicht hören. Dass dir mein Geist dabei hilft, mit der Situation umzugehen, gehört definitiv dazu. Darf ich dich etwas fragen? Angie war gestern bei dir in der Krankenstation. Hat sie in irgendeiner Form erwähnt, wieso sie das Dorf verlassen wollte? Ich befürchte, das fällt unter meine ärztliche Schweigepflicht. Gute Frage, Schwester Herz. Bitte, mach es nicht schwerer, als es ohnehin schon ist. Versprich mir wenigstens, dass du dich nicht in Schwierigkeiten bringst, okay? Ich komm klar. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich muss gehen. Tschüss. Conny? Hey, River. Oh, jetzt sag mir aber nicht, die ist schwanger gewesen. Hey. Hallo? Ich rufe aus Yesterday an. Abhängen? Spreche ich mit dem Leiter des Bestattungsunternehmens? Fühl dich zu nichts gezwungen. Ja, ich bin die Mutter. Ich habe vorhin vergessen, etwas zu fragen. Dich für eine Weile hier rausholen? Nein. Dann gib mir einfach ein Zeichen, habe ich nicht. Okay? Okay. Ja, was die Kleidung angeht. Hallo, müssen die hier alle durcheinander sprechen? Ein wichtiges Ereignis findet gerade bei diesem Charakter statt, also bei ihr. Und die Zeit wurde angehalten. Klicken auf das Benachrichtigungssymbol, um direkt dorthin zu springen. Ich muss mich für Pia um die Formalitäten kümmern. Ja, das ist doch okay, das ist doch gut. Oh, was für eine Tragödie. Wie geht es allen? Was denkst du? Ha, soll ich Tee aufsetzen? Nicht für mich. Ich muss mich noch um eine Menge Dinge kümmern. Es ist erstaunlich, wie du das alles bewältigst. Und ich war nicht mal so eng mit ihr wie du. Du hast ihr näher gestanden als ihre eigene Mutter. Ich war einfach nur ihre Ärztin. Wenn du mir einen Gefallen tun willst, dann kümmere dich bitte heute um die Pflanzen. Ich komme heim. So schnell ich kann. Okay. Halte durch, meine Schöne. Kann noch nicht draufklicken. Also ich kann ihn im Endeffekt nur verfolgen, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Die ist gar nicht mehr da. Ja, das ist ja toll. Die bietet mir an, dass sie mit mir zusammen hier abhängen kann und so. Und sie ist gar nicht mehr da. Okay, wir sollten Zack finden. Der ist hier hinten. Ich weiß nicht genau, wie das Spiel speichert. Ich hoffe, das speichert, wenn man rausgeht. Ich werde es jetzt mal testen, damit ich, wenn ich irgendeinen Fehler mache, auf jeden Fall immer weiß, wie ich das denn richtig mache. Deswegen würde ich sagen, wenn jetzt gerade eh schon mal Pause ist, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ich würde zwar noch so viel gerne erledigen, aber ja, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde am Aufnehmen und eigentlich ist schon so viel passiert und ich würde mich trotzdem noch gerne um so viel kümmern, aber das würde die Folge jetzt sprengen. Deswegen, ja, auch wenn es ein trauriges Thema ist, ich freue mich auf jeden Fall schon mal auf die nächste Folge und ja, werde mal schauen, ob und wie das Spiel speichert und hoffe, dass wir dann in der nächsten Folge wieder von diesem Punkt aus weitermachen können. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.